Hallo und willkommen zurück. Gut. Wir bereiten gerade das Gehege vor für den Wari. Für den Roten. Weißen und Roten. Na? Genau. Und was brauchen sie denn noch? Brauchen die Wasser? Oder haben sie Zugang? Ne, die haben auch keinen Zugang zu Wasser. Also brauchen sie Wasser. Gut, einmal dahin. Und dahin. Und jetzt überlegen wir uns erstmal, wie wir das jetzt am besten machen. Hier sind viele Gäste. Ja, bis rumklimpern sollten sie auch noch können. Und das. Aber am wichtigsten ist erstmal, dass sie klettern. Hier klettern. Wir machen das so. Bauen das alles ein bisschen, ein kleines bisschen anders. Als die anderen Gehege. Dass wir das so machen. Dass wir den da runterklettern können. So, So, packen wir das so hin, markieren wir dich und gehen wir jetzt halt mal ein Stück runter. Ja, ja, muss ja nicht jedes Gehege gleich aussehen. Wäre ja auch mega langweilig. Tier ist am Verhungern. Welches Tier ist denn schon wieder am Verhungern? Die Pfleger. Wickt mal eure Ärsche. Mit Geschlechterverhältnis. Oder komm hier nicht ans Futter ran? Na, da sind sie doch schon. Gut. Ja, jetzt werdet ihr mal gefordert, ne? Und der weiße Wari. Oh Gott. Ein kleines bisschen Delay haben wir hier drin, ne? Weißer Wari. Wari. Na, meine Tierpfleger ein bisschen überfordert. Tiere. Oh. Blau King. Ja. So. Die besseren Stats. Lebenserwartung. Okay, du kommst raus. Und du auch. Gut, Varis, Seelöwen. Was haben die Seelöwen denn für ein Geschlechterverhältnis? 1 zu 3. Okay, 1 zu 3. Okay, ein Männchen.
Immer mehr Weibchen wird nicht das Problem sein. Gut. Zwergflusspferd. Zwergflusspferd. Na komm. Erlassen. Tier ist hungrig. Mein Gott, Tierpfleger. Tierpfleger. Ein Arzt. Sterben mich alle weg, die Tiere. So. Weißer Wari. Die Gelände. Wir brauchen nur mehr Erde. Das sollte eigentlich nicht das Problem darstellen. Mehr Erde. Pflanzung. Gut. Afrika und Tropen. Brauchen wir hier so einen kleinen. Versuchen wir so einen kleinen Wald zu bauen. Das Schöne ist, sie können viel Bepflanzung vertragen. Das ist das Schöne. Das ist echt das Schöne. Haben wir noch ein bisschen was? Beifahren. Möchte Büsche ein bisschen klein haben. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt an einem Hang wachsen würden. Küstenmangrove. Finde ich auch immer super schön. Sich noch ein bisschen in gut hätten wir das gegebenenfalls baue ich das noch ein bisschen um, das gefällt mir noch nicht so, aber jetzt haben wir uns erstmal wieder mal um tonnenweise Tiere zu kümmern. Wege ist beschädigt. Jo, der macht's heile. Zack. Veterinärforschung abgeschlossen. Oh, Eisbär ist fertig. Jetzt sollten wir. Ist erforscht. Jetzt sollten wir uns. Dammhirsch? Wir kümmern uns erstmal um Dammhirsch. Warum sterben jetzt die ganzen Tiere? Verstorben. Ja, ich weiß, ihr habt mega viele Laufwege, ne? Aber ihr könnt euch das schon mal so verteilen, dass ihr denn schon mal am richtigen Ort seid. Wäre nicht schlimm. Im Prinzip habt ihr alles. Wie viele Dallschafe habe ich denn noch? Gehege. Wo bist du denn, Mr. Dallschaf?
Da. Sehr schön. Eisbär, Techniker. Drei Tiere. Also sie sind auch drei Tiere. Gut. Kaffernbüffel. Gut. Kapuziner. Müsste sich auch mal jemand drum kümmern. Kegelrobbe. Auch teuer. Gut. Hätten wir das. Der wird gerade repariert. So. Ja, Flamingo. Ich glaube, ich muss noch mehr Leute einstellen. Bisschen mehr von allem. Gut, Alligatoren. Ich habe schon so viel rausgeschmissen, ne? Aber es gehört jetzt halt mit zu. Ja, weg. Beilassen. Cool. Flusspferd Alpha-Status. Okay, Flusspferd Alpha-Status. Ihr seht schon mal raus. Ja, gib mir die Punkte, danke. So, verstorben, 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 gut. Okay, was sagen jetzt meine Vivarien? Aber solange es ihnen gut geht, ist das in Ordnung. Das ist... Also, wir haben einmal... Indische Riesenskorpion, die wir aufpassen müssen. Indischer Riesenskorpion. So, erstmal alles raus, was keine Miete zahlt. Okay. Deine Stats sind, glaube ich, besser als die hier, wa? Ja. Schnellhandel. Sehr schön. Und Lehmanns Fallgefrosch. Komm. Lehmanns Fallgefrosch. Okay. Du bist top. Du bist auch top. Gut. Du bist alt. Raus, raus, raus. Schnell handeln. Okay. Aber er befüllt die Dinger hier. Gut. Wir sollten auf jeden Fall nochmal für das Gebiet mehr Pfleger einstellen. Machen wir nochmal drei Stück in das Gebiet hier rein. Das auch nur, weil sie sehr viele Laufwege haben. So, das ist Tierarzt. Ja, die laufen sich die Hacken wund, aber...
ist ja trotzdem keine Entschuldigung, dass sie sich denn so weit wie es geht einfach entfernen. Jo, jetzt eskaliert das Spiel wieder. Grüne Insel Liguan. Raus, raus, raus. Sich jetzt die Leute schon drin verirrt. Jawohl, es wird immer voller. Aber ich habe was vergessen. Ja, ja, Jalas, ich weiß. Oh, dieser Stress immer, dieser Stress. Savari. Na komm, nimm's an. Ja, hier ist der weiße Savari. Komm hoch. Na. Hier ist dann verhungern. Ja, dann sollen sie mal ihre Ärsche bewegen. Wo ist das Problem? Haben jetzt schon mehr als genug Personal. Scheiß Vermutung. Dass das nicht priorisiert wird hier. Oh doch. Gut. Die Aktivisten. Kann doch nicht wahr sein. Bewegt mal eure Erschätze. Ja, es sind lange Laufwege. Sehe ich alles mit ein. Aber trotzdem muss man nicht immer so eine kleine Mimose sein. Jaguar. Welche Stats sind besser? Du kommst raus. Gut. Kaiman. Überbelegung. Ja, ich muss das wieder runterschrumpfen. Was war das? Siehst du? Seht ihr jetzt wird's wieder besser. Hervorragend. Gut. Gut, da hätten wir das. Das Affenhaus so im Großen und Ganzen fertig. Ein paar Details, aber das mache ich offscreen. Dammhirsch.
So, jetzt kommst du raus. Kann dich ja nicht loswerden. Dich kann ich aber loswerden. So, es sind noch drei Aktivisten da. Wie viele Dallschafe habe ich noch? Die Dallschafe. Kann ich dich umsiedeln, bitte? Müsste noch genug haben. So, guck mal nach den Elefanten. Die haben mich, glaube ich, schon prächtig vermehrt. Jetzt weiß ich, war annehmbar aus, okay. Der Elefant. Ja. So. Der afrikanische Steppenelefant. Zack. Haben wir schon neue Erkenntnisse? Okay. Und Spielzeug. Ihr mögt sowas? Ich habe damit sowas gar keine Probleme, aber echt. Ja, dann. Gönnt euch ruhig, gönnt euch. Ulpi-Theke schon lange. Ja, ich habe eigentlich auch genug Verkäufer. Ich habe erst 20 Stück eingestellt. Lux, Überbelegung. Das kann man wahrscheinlich auch schön züchten. Basischer Lux. Ja, die Stats von ihr sind natürlich wesentlich besser. Möchte ich gern freilassen. Bitte? Na, Tier schon gefunden? Dann nicht. Ja, da wird noch wer kommen. Warum ist das so? Okay. Jetzt das Dallschaf. Könnt ihr es bitte einfach mal rausholen? Eingekeilt zwischen der Klimaanlage, ein verrottenem Schaf und einem Baby. Das ist mit dir nicht richtig. Mach einfach, danke. Oder liegt es für dich nicht sehr angenehm? Belastet. Ach, du hängst hier einfach fest. Okay, Schnee. Glätten. Ich dich jetzt hier weg? Kann ich dich bedienen? Nee. Du hast dich festgebackt. Danke. Kann ich dich nicht so bewegen? Kann ich dir jetzt einfach sagen... Reißleiter? Arbeitsbereichsleiter.
Okay. Da war ein paar Tage groß, Lernmaterial. Okay, du hängst hier also fest. Wie kriege ich dich jetzt weg? Lernmaterial. Lernmaterial. Ich will gut gebildete Mitarbeiter haben. Okay. Ja, das hatte ich schon mal, aber ich... Auf einmal war das hier weg. Wir drehen schon wieder alle durch hier. Ich würde gerne noch ein paar Tiere holen. Aber die kommen ja ohne mein Zutun ja gar nicht mehr klar. Okay. Gut. Oh, eine Giraffe ist verstorben. Habe ich denn noch genügend Giraffen da? Ja. Ein Biber. Ah, das ist... So. Dallschaf verstorben. Genau, saug den erstmal weg. Den da. Wäre eine coole Nummer. Ich bekomme das Geld, was ich erwarte. Ja, jetzt den Glühstrumpf. Was passiert, wenn ich dich jetzt entlasse? Die Sterne hast du 3 geschickt. Kann ich dich jetzt einfach entlassen irgendwo? Nee, kann ich nicht. Geil. Wie heißt denn du? Noelle Franz. Jetzt suchen wir dich mal. Noelle Franz. Tierarzt. Verschwindet sie denn irgendwann? Ich möchte dich ja gerne rausholen. Kriege ich dich jetzt endlich wieder raus, Sir? Die Gelände glätten? Jetzt aufs... Die hängt dort irgendwie fest, die Frau. Okay, glätten wir das jetzt nochmal. Also schweben tut sie auf. Lädst du nach dem Neustart weg. So, frei hängen. Okay, kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Ein Lama ist verstorben. Tschüss. Ja, das ist klar, dass du verstorben bist. Madame hängt in der Luft. Ich habe so viele Verkäufer, ne? So. Letztes Jahr aber weniger. Unbedingt mein Name. Was habe ich denn? Käufe. Ja, Baukosten. Rückerstattung. Sind massiv weniger geworden. Das ist schön. Super. Okay. Muss ich abwarten, was nach dem Neustart ist. Wir brauchen noch mehr Tiere. Super. Dass wir hier so den Kreis schließen. Wir haben Dartzeug, wir haben Dartzeug, wir haben Dartzeug. Also. Und hier drinnen haben wir Zeug. Weil hier ist ja. Auch noch mal eine kleine Basis.
Damit sie halt nicht ganz so weite Wege zu latschen haben. Okay, die haben viele Wege zu laufen. Aber ich glaube, ich werde irgendwie noch eine Verbindung schaffen. Und hier nach drin. Oh, das mache ich offscreen. Ist nicht ganz so einfach. So, Veterinärforschung abgeschlossen. Super. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir an neue Tiere noch haben. So, Kontinent Afrika. Elefant haben wir. Die sind auch cool. Haben wir noch irgendwas, was so ein bisschen Wasser benötigt? Was man am Wasser bauen kann? Löwen. Löwen auch mal sehr gefragt. Brauchst du Wasser? Nee. Kannst du im Wasser? Jeder ja auch nicht. Zebra. Aber Zebra im Wasser? Wasser, gut. Am Loch. 1 zu 5. Aufsteigend. Na. Und irgendein Männchen holen. Jawohl. Da hat irgendwer ein Problem damit. Männchen sind arschteuer. Aber okay. Habe ich jetzt nicht welche? Ja. Es wird sich gleich wieder geben, aber ich hoffe, die Parteien. Es kann doch nicht wahr sein, dass sie es nicht hinkriegen. Ich muss echt eine Verbindung nach innen bauen. Ah. Wo ich eigentlich eine Verbindung habe, ne? Nur hier hoch und hier rein, da sind sie ja drüber. Ja, ich schaffe das. Gut. Noch mal die Bahn angucken. Machen wir mittlerweile Gewinn? Gesamtgewinn. Jährliche Betriebskosten, potenzielle Einnahmen. Ich kann jetzt... Also ich habe glaube ich schon die maximal ans... Zahlt die Preise. Können ruhig noch ein, zwei Züge mehr fahren, ne? Aber das überlege ich mir offscreen. So. Zebras. Zebras, Zebras. Würde ich sagen, dass wir hier eiskalt hier rüber gehen. Von hier bis hier. Dann haben die hier vorne die Fläche zum Laufen. Und ein Wasserloch. Oder wir gehen hier hin. Wir haben so ein bisschen seichtes Wasser. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, ob sie hier rüberkommen. Die Herren, Frauen, Bediensteten. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ob die so weit über Wasser laufen. Glaube ich hier vorne, das wäre die sinnvolle Alternative. Weil ich weiß echt nicht, ob sie hier rüberlaufen. Da wäre eine Kiste. Ach nee, das ist ein Mülleimer. Okay, schon einen halben Schritt bekommen. Gut. Aber
Das machen wir in der nächsten Folge. Ciao.